Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Look-Video. Ich wollte mal die Urban Decay On The Run Palette austesten. Short Cut heißt die. Die sieht so aus. Ihre Außenverpackung sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Ich hatte mit der Nadine gegen die Colourpop Palette getauscht. Ich hatte viel Auswahl und ich hätte mir auf jeden Fall die Nabla Cutie Palette genommen, wenn ich sie nicht schon gehabt hätte. Leider habe ich sie schon und darf dieses Schätzchen jetzt testen. Also ich habe es mir selber ausgesucht, was ich nehmen möchte. Und das wollte ich mit euch auf jeden Fall mal zusammen austesten. Ich würde heute gerne dunkle Lippen machen. Ich würde so einen richtig dunklen Herbstlook machen. Und da eignet sich die Palette optimal. Ich fange an mit meinen Augen. Ich habe meine Augenbrauen schon dranski. Und fange jetzt einfach an, meine Augen zu schminken. Ich fange an mit dem, ja, wie kann ich es euch am besten zeigen? Die sind nicht gedacht, dass man sie knickt, glaube ich. Nö. Sie sind nicht gedacht, dass man sie knickt. Ina hat es kaputt gemacht. So. Naja. So ist es halt. Ich benutze Shortcut oder wie auch immer. Sehr gut pigmentiert, auf jeden Fall. Ich ziehe mal die Folie ab. Kann man noch mal besser erkennen. Ich mag diese Moff-Töne schon. Ich bin mir echt am überlegen, ob ich die Dose of Color Moff abgebe, weil da nur so Moff-Töne sind. Und das sieht irgendwie bei mir dreckig aus. Keine Ahnung. Ich kann mich irgendwie mit ihr nicht so richtig schminken, ohne dass ich verschmiert irgendwie. Ich wirke einfach verschmiert. Deswegen ist das überhaupt nichts. So. Ich finde es eine gute Mischung zwischen hell und dunkel und ganz dunkel. Ja, ich benutze einen kleinen Pinsel und gehe in den dunkelroten Ton rein und trage ihn mir am Außen auf, den hier. Der hatte so ein leichtes Hardpen vorher. Das habe ich, wie man am besten Hardpen entfernt, benutzt ein Bürstchen, Augenbrauenbürstchen und geht ganz zart hin und her. Und schabt sozusagen die erste Schicht so ein bisschen ab, weil ich mag keine Hardpens in meinen Dingern hier. Eigentlich in den Matten. Ich muss sagen, so Moff-Töne lassen sich ultra mega schwer irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so verblenden. Man blendet so ins Nichts rein. Die Eva-Palette, Kaffee, die kommt definitiv weg. Ich quäle mich mit Paletten nicht ab, die mir nicht von vornherein beim dritten Look gefallen. Entschuldigt, erster Look gelungen und dann gleich zwei Niederlagen. Dann muss das von mir weg. Dann muss das weg. Sehr, sehr viel Fallout. Sehr, sehr viel Fallout. Wenn jetzt jemand klingelt, Halleluja, da freue ich mich drauf. Ja, ich müsste wieder den Pinsel einfach nehmen, womit ich das geblendet habe und einfach hier nochmal die Kanten schöner machen. Dann geht das, denke ich, ganz klar. Also, wisst ihr, was ich meine? Es wirkt oftmals irgendwie so dreckig. Leider löst sich bei mir die Verpackung, weil ich es umklappen wollte. Und dann, das ist irgendwie nichts. Aber wofür habe ich eine Papierverpackung? Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es gleich ruiniere. Naja, so ist es halt. Ich versuche noch ein Ticken dunkler es zu gestalten. Ohne über mein Verblendetes zu gehen. So, ungefähr. Ja, dann ziehen wir uns später die scharfe Kante noch, wenn ich sie brauche. Ich möchte auf jeden Fall in meinen Innenwinkel natürlich den hellsten Ton geben. Für mich geht nichts über den hellen Ton im Innenwinkel. Der könnte mir aber auch schon fast schon zu dunkel sein. Weil er einfach so ein, ja, gut, ist halt so ein Tonchen.
Ist so ein Champagner, Rosé, irgendwas. Vielleicht wirkt es auch nur so dunkel. Ist mir persönlich ein bisschen zu dunkel, dieses Champagner. Aber wir könnten das auch noch unter die Augenbrauen geben. So. Ungefähr. Ich muss mal das hier alles wegmachen. Irgendwie sehe ich nämlich aus wie ein trauriger Hund. Hab keinen Bock, so auszusehen. Ja, was soll ich sagen? Es sieht ein bisschen messy aus. Ich, keine Ahnung. Ich nehme einen sauberen Pinsel und versuche mein Bestes zu geben, um das hier noch softer zu machen. Ich gehe in den Ton nebendran und zwar nicht den dunkleren, sondern in den hellen und versuche den Übergang von dem mittleren Ton in diesen etwas helleren Ton zu geben, dass wir so eine Einheit haben, ohne dass zu viel Farbe drauf ist. Ich weiß nicht. Ja, Schlupplieder können echt einen plagen, ne? So, dann benutze ich ein Tuch, mache meinen Pinsel sauber und benutze den dunkelsten Ton aus der Palette, so also einen Schimmerton. Das ist so ein lila, also so ein dunkles Grau mit lila Schimmer. Sieht eigentlich geil aus. Und trage ihn mir aufs komplette Lid auf. Ich habe bei Moff immer das Gefühl, ich sehe ein bisschen fertiger aus. Weißt du, was ich meine? Ich sehe dann immer so ein bisschen Bam Bam aus. Und wünsche mir einfach nur, dass ich gesünder aussehe. Bei Moff weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir das noch mit den dunklen Lippen uns. Also die Pigmentierung ist klasse. Der Pinsel war leicht angefeuchtet, aber nicht nass. Also ich habe ihn nur abgewischt auf dem feuchten Tuch. Der nimmt super Pigment auf. Ist so ein leicht schimmernder Ton. Und den können wir uns unten auch aufgeben. Unten am Wimpernkranz, damit wir eine Einheit haben. Kann man dann so ein bisschen noch wie rausziehen, als hätte man so ein bisschen rausgezogen. Ich finde, es wirkt irgendwie fleckig. Irgendwie, das habe ich in letzter Zeit sehr oft mit so braunen Mauve-Tönen. Das wirkt einfach für mich irgendwann mal fleckig und gefällt mir dann nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das dann am Licht liegt oder an sich schon. Das Ganze verblende ich noch, natürlich noch. Seht ihr das irgendwie? Wir machen das jetzt so. Ich gucke mal, was ich mit der Foundation noch rausreißen kann. Also das ist übrigens der Ton, den ich gerade auf meinem bewegliches Lid aufgetragen habe. Ich gucke mal, was ich mit der Foundation noch reißen kann und dann hole ich euch nochmal dazu. So, ich bin soweit fertig, dass ich mein Gesicht so weit vorbereitet habe. Ich habe keinen Highlighter benutzt. Ich habe nur Bronzer, Make-up natürlich, Concealer und so weiter drauf. Ich möchte jetzt am unteren Wimpernkranz auf jeden Fall noch mit der Palette arbeiten. Denn so wie es jetzt aussieht, sieht es für mich irgendwie fleckig aus. Ich weiß nicht, ob es am Licht liegt oder wenn ich meine Augenbrauen so hochziehe. Keine Ahnung, woran es genau liegt. Aber wenn ich dann näher dran gehe, geht's eigentlich. Man kann natürlich noch so den Feinschliff machen. Ich gehe natürlich ins Dunkle rein und baue ein bisschen Farbe auf. Und gehe mit derselben dunklen Farbe unten am Wimpernkranz mal lang, wo ich es lila aufgetragen habe, damit man es einfach, ja, so verblenden kann. Ich würde sagen, ich tusche meine Wimpern. Ich lasse es natürlich so. Tusche schnell mal meine Wimpern. Man kann falsche Wimpern auftragen. Man kann es auch einfach lassen. Mit falschen Wimpern sieht alles gut aus. Herzlichen Glückwunsch an die Leute, die immer falsche Wimpern tragen. Ich bin so froh,
wenn ich das sehe, aber es ist mir einfach zu viel Geklebe dann am nächsten Tag. Es klebt an meinen Wimpern, ich krieg's nicht ab und deswegen vermeide ich das irgendwie, obwohl es mir sehr gut gefällt. Und ich muss sagen, meine Haut gefällt mir auch richtig, richtig gut mit der Puder- und Bronzer-Kombination, die ich gerade draufgetragen habe. So, kann ruhig sehr, sehr stark sein, weil wir haben ein dunkles Augen-Make-up. Dann muss das pfeffern hier, ne? Da muss das auch zur Geltung kommen. Immer wenn ich mich bei Mascara beeile und Huschi Huschi mache, klappt nämlich eigentlich gar nichts. Und dann kommt der Lippenstift, den ich unbedingt ausprobieren wollte. Ich weiß es nicht. Ich finde das hier irgendwie fleckig. Ich weiß es nicht. Scheint es euch auch so? Ich bin mir nicht so sicher, ob das auch wirklich fleckig ist oder mir das nur so erscheint. Wie ich überhaupt zu diesem Look gekommen bin, warum ich eigentlich das genau so auswählen wollte, ist, weil ich diesen Suede habe. NYX Suede, ja, das ist so ein Lila. Dunkel, dunkel lila. Und ich finde es richtig geil. Ich fange mal an. Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, als an dem man eigentlich einen Lip Liner nutzen sollte. Ich muss sagen, ich würde so in die Öffentlichkeit nicht gehen. Also mit dunklen Lippen schon. Auch so ein dunkel lila. Aber nicht mit den Suedes. Ich finde, sie eignen sich einfach nicht. Sie schmieren ja noch. Obwohl man sie ja schon aufgetragen hat. Ich finde einfach irgendwie, mir hängt hier ein Stück Lippenstift. Das ist etwas herbstig angehaucht. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde so tatsächlich auch rausgehen. Wie gesagt, nur, dass er halt nicht matt ist. Er hinterlässt immer noch so ein, ja, man kann ihn halt in der Gegend rumschmieren. Das ist nicht etwas, was ich bevorzuge, um ehrlich zu sein, wenn ich so dunkle Lippen trage. Ich möchte das nicht hier haben, ich möchte es nicht da haben. Das wäre jetzt so meine Interpretation zum Herbstlook auch. Das ist einer meiner Herbstlooks, die ich ja, als erstes 2019 geschminkt habe. Herbstlook Nummer Uno mit der Urban Decay. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Ich finde auch im anderen Licht als jetzt hier, vielleicht liegt es auch an meinem dreckigen Spiegel, sieht es nicht so fleckig aus. Es kommt immer vom Winkel, glaube ich, drauf an, wie man auch guckt. Aber so an sich ist es halt nun mal nicht fleckig. Ich finde nur, das Zahnfleisch wirkt so rosig, ne? Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!